Meine Damen und Herren, ich weiß, es ist für uns alle die sechste Stunde, aber eine richtig gute Nachricht habe ich noch. Unsere Grundschule in Deutschland wird 100 Jahre alt. Ja. 100 Jahre und genauso sehen die meisten Grundschulen auch leider aus. 100 Jahre Grundschule, da werden sicher viele ZDF-Zuschauer zu Hause ganz nostalgisch, weil die ganzen schönen Bilder aus der Kindheit wieder hochkommen. Die ganzen Erinnerungen, ah, ja, die gute alte schwarze Pädagogik. Ja, wie sich die Zeiten ändern. Heute werden nur noch die Lehrer gehauen. Jetzt die schlechte Nachricht. Jetzt die schlechte Nachricht, der Lehrermangel wird langsam echt dramatisch. Aktuell arbeiten an dieser Grundschule in Nienberg in Sachsen-Anhalt nur 3 Vollzeitlehrer. Zuständig für 4 Klassen mit insgesamt 105 Schülern. Warte mal, 3 Lehrer für 4 Klassen. Ich bin so wahnsinnig schlecht in Mathe. Ist das gut? Nein? Ja, wir sind jetzt ernsthaft an dem Punkt, meine Damen und Herren, ohne sogenannte Quereinsteiger würde unser komplettes Schulsystem morgen zusammenbrechen. Wenn man Glück hat, wenn man großes Glück hat, erwischt man noch einen mit pädagogischen Vorkenntnissen. Allerdings mangelt es denen dann vielleicht an anderer Stelle. In dieser Klasse habe ich ein halbes Jahr Englischunterricht gegeben, obwohl ich gar kein Englisch kann. What the fuck? What the fuck? Obwohl ich kein Englisch kann. Immer, das gibt's doch gar nicht. Nehmt doch gleich Günther Oettinger. Das kann ja alles nicht mehr wahr sein. Ja. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es überhaupt nicht mehr lustig. Denn Lehrermangel trifft leider besonders Schulen in sogenannten Brennpunktvierteln. So nennt man die ja, Brennpunktvierteln. Weil Junglehrer, was ja auch völlig okay ist, sich ihre Schulen in der Praxis meistens aussuchen können. Das heißt aber, gerade Kinder, die eigentlich mehr Förderung bräuchten, fallen jetzt noch tiefer durch den Rost. In Berlin zum Beispiel. Da gelten an manchen Brennpunktschulen schon die Quereinsteiger als Elite. In Berlin haben wir die besondere Situation, dass selbst die Quereinsteiger nicht mehr ausreichen. Quereinsteiger waren die, die wenigstens ein Fach der Berliner Schule studiert haben. Jetzt haben wir sogenannte Loffel. Das sind die Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung. Die haben manchmal irgendwas studiert. Loffel bzw. Roffel. Ja. Bald reicht es wahrscheinlich, wenn man mal eine Tüte Studentenfutter gegessen hat. Das ist doch alles. Das Schlimme ist, wir lachen, aber das Schlimme ist, genau so fördert man Ungleichheit. Denn auch die Zahl der Privatschulen wächst bei uns ständig. Seit 1993 um 81%. Privatschulen, kennen Sie, ne? Da schicken so liberale Öko-Eltern ihre Kinder gerne hin, weil man da doch mehr unter sich bleibt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja, ja. Ja, das spricht keiner gerne. Ja, deswegen. Deswegen. Will mich da gar nicht ausnehmen. Deswegen geht der kleine Merlin Tiberius aufs christliche Gymnasium oder gleich zur Waldorfschule, denn da sind noch weniger Ausländer, weil man den Namen Gökhan so schlecht tanzen kann. So. Jetzt hat die Bertelsmann Stiftung auch noch errechnet, uns fehlen bis 2025 bundesweit 11.000 Grundschullehrer mehr als von der Kultusministerkonferenz ursprünglich vorhergesagt. Hör mal, wie können die denn immer wieder so derartig daneben liegen? Niemand spricht gern darüber, aber in Deutschland können 17 von 16 Kultusministern nicht richtig rechnen. Ey du da, Quizfrage. Wenn ein Kind 2019 geboren wird, wann wird es eingeschult? Dienstag? Mein Gott. Kultusminister, wenn diese Leute einen Schulabschluss haben, dann schafft es wirklich jeder. Sie sahen eine Information der Stiftung Politiker mit Dyskalkulie. Ja, nicht lachen, ist eine Krankheit. Ist eine Krankheit. Ja, neben Quereinsteigern werden gerade auch immer mehr pensionierte Lehrer zurückgeholt. Das passiert regelmäßig. Oder hier, fällt mir gerade ein, was ist denn mit Bernd Höcke? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Nein, wirklich jetzt. Ja, also, extrem qualifiziert, er ist gelernter Geschichtslehrer. Ich sag Ihnen, wenn der Bernd in den Schuldienst zurückkehrt, dann... Dann haben wir ein manifestes Problem und dann wird das entsprechende Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat. Droht der kommende Reichskanzler. So, wir kommen vom Thema ab. Ich behaupte, wir haben gar nicht zu wenig Lehrer pro Klassenzimmer,
unsere Klassenzimmer sind einfach zu klein. Ja, da gehen ja höchstens, weiß ich nicht, 30, 40 Plagen rein. Ja, für den Unterricht von morgen musst du, wie der Kollege Mario Barth, in die großen Hallen gehen. Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b, heute live in der Lanxess Arena, Erdkunde bei Frau Lösekrug-Stäblein. Hallo 9b, heute reden wir über die deutschen Mittelgebirge. Habt ihr Bock auf Mittelgebirge? Jetzt auf Stadiontour, Erdkunde bei Frau Lösekrug-Stäblein. Ja. Ganz andere Atmosphäre. Ja. Ja, Vorprogramm ist übrigens Latein mit Bushido. In unserer schönen Hauptstadt hatte zu Beginn des Schuljahres nur noch, kein Witz, ein Achtel der neu eingestellten Grundschullehrer einen Uni-Abschluss fürs Lehramt. Nur noch ein Achtel. Das ist Berlin, wa? Hier, neues YouTube-Tutorial vom Berliner Senat. Du bist volljährig, hast nichts zu tun, aber tierisch Bock, dein Leben endgültig wegzuwerfen? Dann herzlich willkommen zum Tutorial Lehrer in unter 2 Minuten. Stell dich unserem aufwendigen Quereinsteiger-Auswahlverfahren. Wir wollen nur die Besten der Besten. Haben Sie schon mal mit Kindern gearbeitet? Nein. Bestanden. Cool. Ich bin Quereinsteiger. Neben Loffels und Quereinsteigern unterrichten in Berlin übrigens auch noch sogenannte Queer-Einsteiger. Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Vor dem Unterricht an der Brennpunktschule noch schnell den Organspendeausweis ausfüllen und los geht's. Eine Frage habe ich allerdings noch. Mein Name ist Klempno. Versuch die ersten Momente im Job zu überstehen. Ohne jede Ahnung von Pädagogik. Ohne Plan. Natürlich ohne Hilfe von Sonderpädagogen, die man echt bräuchte. Weil du ja auch mit förderintensiven ADHS-Schülern zu tun hast. Und das alles bei einem Lärmpegel von ca. 5000 Dezibel. Am Ende deines ersten Arbeitstages meldest du dich wegen Burnout für die nächsten 30 Jahre krank. Berliner Grundschullehrer in unter 2 Minuten. Und nächste Woche? Werd als Quereinsteiger Gehirnchirurg in der Berliner Charité. Why not? Martin Klempno! Ja, laut Potsdamer Lehrerstudie liegt die Burnout-Quote bei Lehrern bei 29%. Von allen Berufen die höchste, zusammen mit Erziehern. Lehrermangel. Ich sage, da sind endlich kreative Lösungen gefragt. Einfach mal querdenken, so wie Friedemann Weise. Ratschläge in die Fresse mit Friedemann Weise. Schon wieder Lehrermangel. Zwischendurch hatte man ja mal gehofft, dass durch die Fuck You Goethe-Filme wieder mehr Kinder den Wunsch entwickeln, Lehrer zu werden. Leider haben die meisten nur den Wunsch entwickelt, Elias Mbarek zu heiraten. Ich auch. Frontalunterricht passt sowieso nicht mehr in unsere Zeit. Bildung muss da passieren, wo die Jugendlichen gerne sind. Im Club zum Beispiel. Wenn da der Türsteher einfach 2, 3 Französisch-Vokabeln abfragt, quel âge as-tu? Was für ein Arsch bist du denn? Und im Club schreit der DJ dann nicht mehr nur, ich will eure Hände sehen, sondern auch noch, und wie viel sind das? Geteilt durch 4 mal 3. Wir müssen die Kinder am besten da abholen, wo sie sowieso sind. Also im Internet. YouTuber, das sind die neuen Lehrer. Hier, Deutsch bei Julia und Joey. Heute habe ich einen leider viel zu selten bei mir seienden Gast dabei. Was war das denn schon wieder für ein Deutsch, ey? Korrektes Deutsch war das. Seiend, Partizip Präsens von Sein. Und bei denen lernt man auch Physik. Stell dir mal vor, das Glas knallt dann auf den Tisch, dann rollt es runter und dann ist es auf dem Boden. Ganz genau, Julia. Wenn was runterfällt, liegt es auf dem Boden. Schöner hätte es Isaac Newton auch nicht sagen können. Komm, noch mehr Naturwissenschaften. Wisst ihr, was lustig ist? Die Tafel ist gelb, mein Tafel ist blau. Dann sieht die Tafel schon mal grün aus. Mega, ne? Ja, mega. Additive Farbmischung in 3 Sekunden erklärt. Erdkunde unterrichten YouTuber auch. Hier geht's darum, was wäre, wenn Frankreich und England ein Land wären.
Fragen Sie mich nicht, warum. Überlegt euch einfach mal, was das für ein heftiges Land wäre. Also das hier ist ja Frankreich, also kennt ja jeder. Und das hier ist ja das Vereinigte Königreich. Und die beiden zusammen, das wäre einfach das heftigste Land in Europa. In Europa? Wir Deutschen wollten die auch mal zu einem Land machen, aber die wollten ja nicht. Vergesst den Lehrermangel. YouTube, das ist zeitgemäßer Unterricht. Hier lernen 1,5 Millionen Abonnenten endlich, wie man eine Mango schneidet. Das Messer brauchen wir jetzt nur am Anfang, und zwar um diese Mango hier zu halbieren. Wieso ist denn das so hart da drin? Hat das einen Kern? Ich lüge nicht, wenn ich jetzt sage, das war das Anstrengendste, was ich je in den letzten 10 Jahren gemacht habe, Mann. Nee, nicht euer Ernst. Seit wann haben Mangos Kern? Da bin ich jetzt komplett bescheuert. Und das, liebe Kinder, war eine rhetorische Frage. So, Hausaufgabe. Bis morgen schreibt mir hier jeder seine Kreditkartennummer unten in die Kommentare. Prüfnummer nicht vergessen. Tschüss.